zusammen. Ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Heute mit einer kleinen Schiebeverpackung zum Weihnachtsspezial. Die Box ist dekoriert mit einem neuen Set. Und es passen 5 Süßigkeiten rein. Also entweder so Kirschen oder auch, wie nennt man sie, die Küsschen. Ja, und wie ich die Box gemacht habe, das zeige ich euch. Bevor wir aber mit dem Basteln der Box loslegen, würde ich gern zuerst dieses Mal den Aufleger machen, denn den habe ich hier so mit, mit der Glanzfarbe von Stampin' Up beschimmert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera. Aber das gibt nochmal, wie ich finde, so einen schönen Glanzeffekt. Und damit würde ich gern zuerst anfangen, damit das trocknen kann. Und zwar braucht ihr dazu ein Stück flüsterweißes Papier. Das hat die Maße 2,4 x 12,7 cm. Und eben auch die Glanzfarbe. Die müsst ihr immer kräftig schütteln, wenn ihr die benutzt. Und dann hängt ja die Farbe hier oben so im Deckel. Und das nutze ich dann immer aus und hole mir die mit einem Wassertankpinsel raus und verdünne die mir dann nochmal mit dem Wassertankpinsel und schnick das dann einfach so drauf. Dann kann das nämlich jetzt in der Zwischenzeit schon trocknen. Den Pinsel müsst ihr dann im Anschluss gut sauber machen, genauso wie euren Block. Und dann passt das. Dann kann das nämlich schon zur Seite. Und dann hat man nämlich hier so einen ganz tollen Schimmereffekt drauf. Das kann dann jetzt trocknen. So, dann starten wir auch schon mit der Box. Wir fangen mit dem Innenteil an. Dafür braucht ihr ein Stück, also ich habe Savanne genommen, in 7,4 x 17,6 cm. Das legt ihr euch ins Falzbrett. Und zwar die kurze Seite bei 2,2 cm. Von beiden Seiten eben bei 2,2. Und die lange Seite auch, also eigentlich rundherum bei 2. Dann schon der Boden. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schneiden. Und zwar schneiden wir hier am Rand ein. Und ich halbiere mir das so ein bisschen, damit es sich später besser fügt. So soll das dann aussehen. Oh, jetzt habe ich die Glanzfarbe am Finger. Dann hätte sich vielleicht ein Schmierpapier unterlegen sollen. Das macht ihr bei beiden Seiten. Hier habe ich die Box mit einer Stanze ein Stück rausgestanzt als Griffmulde, aber ich finde, das braucht man nicht. Ich mag das auch gar nicht so, wenn man in die Box dann reingucken kann. Also wenn ihr das mögt, stanzt euch hier einfach mit einer 3/8 Zoll Stanze oder was ihr habt, ein Stückchen raus. Wie gesagt, ich lasse es jetzt, ich mag es nicht. Das ist aber ja, wie gesagt, und wie immer Geschmackssache.
Und die falze ich jetzt einfach nochmal meine ganzen Falzlinien nach. Und dann können wir die Box schon zusammenbauen. Ich mache das jetzt mit dem Snail. Einfach auf die Klebelaschen Snail aufbringen. Oder doppelseitiges Klebeband oder Tombo. So ist ja jetzt nicht so eine Spannung in der Box, dass die jetzt, dass man Angst haben müsste, dass sie nicht hält. Und dann werden einfach die Ecken wie bei jeder Box nach oben geklappt. Ups, und zugeklebt. Also wie gesagt, Ecken hochklappen und zusammenkleben. Dann ist das schon die Box. Für die Außenseite brauchen wir ein Stück Flüsterweiß. Das hat die Maße 11,8 x 13,3. Das müssen wir auch wieder falzen. Und zwar auf der kurzen Seite. Also gucken. Also hier auf der Seite falzen bei 2,3. Wie gesagt, wie immer mache ich hier hinten. Bei 2,3. Bei 5,4. Bei 7,7. Und bei 10,8, dann war es das auch schon. Und dann geht ihr auch wieder eure Falzlinie nach. Und so gehört die Box später. Jetzt hier schon mal probieren, ob es passen würde. Und zukleben tun wir sie noch nicht, weil ich habe ja den Rand hier noch verziert. Aber ich bringe mir hier auf der Seite jetzt schon doppelseitiges Klebeband auf die Klebelasche auf. Und die schmalen Seiten werden jetzt gestempelt. Das habe ich gemacht mit dem Stempelset Weihnachtliche Vielfalt. Da ist dieser süße Schnörkel drin. Und passend zu dem Set, hier seht ihr es, gibt es auch diese tollen Framelits für diese Schriftzüge zum Ausstanzen, die auch hier oben zum Einsatz kam. Also ich habe noch nicht viel damit gemacht, aber es ist wirklich, also die Schriftzüge sind Hammer. Dann legt ihr euch auf euren Block. Da braucht ihr jetzt einen recht großen Block, das hier ist der H-Block. Und ich habe in Savanne passend zum Farbkarton gestempelt. Einfach jetzt hier in die Mitte rein. Einmal gestempelt. Und das nächste kleine Feld auch. Können wir die Box schon schließen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach das Klebeband ab. Lege mir das Ganze um die Box. Und verschließe die dann. Und gucke jetzt auch halt, dass es nicht zu stramm sitzt, dass man es auch noch gut auf und zuschieben kann. Ne? Dann kommen unsere beiden Aufleger zum Einsatz. Also das Weiße, das war das mit der Glanzfarbe drauf. Das hatte ja, wie gesagt, die Maße 2,4 x 12,7
Und dann habe ich mir hier noch ein Stück zugeschnitten. Das ist 0,2 mm größer, also 2,6 x 12,9. Und die beiden klebe ich jetzt einfach zusammen. Dafür nehme ich den Tombow. Ich fasse jetzt auch noch nicht so drauf, dass ich mir hier jetzt nicht alles verwische, falls es noch feucht wäre. Ich drehe mir das dann einfach auf den Kopf und streiche mir das so glatt. So sieht das dann aus. Das gibt den Aufleger, aber bevor ich das jetzt aufbringe, brauchen wir noch, eigentlich hatte ich es vorbereitet. Moment, es liegt neben mir und sagt nichts. Ich habe mir schon den Schriftzug ausgestanzt aus dem Set. Ich zeige euch das kurz. Und zwar sind das diese Stanzformen. Also ihr habt Etiketten, habt Feiertage, Frohe, Schöne und Weihnachten. Ganz filigran. Und bei den beiden Schriftzügen mit dem F dürft ihr nicht erschrecken. Also das gehört so, dass das F lose ist. Also das ist nett miteinander verbunden. So. Da habe ich mich nämlich am Anfang total erschrocken. Hilfe, Hilfe, dachte ich, jetzt ist das Teil schon kaputt. Und wir brauchen noch das Frohe. Jetzt gucke ich, wie ich das Feiertage aufkleben werde. Lege mir das mal so hin. Und dann nehme ich mir einen Braunton. Ich habe jetzt hier Schokolade genommen. Ihr könnt aber auch Espresso oder Wildleder nehmen. Und stempel mir das Frohe in die Nähe, also dass das ein Bild gibt. Einfach. Das macht jetzt auch nichts, dass da die Glanzfarbe schon drauf ist. Da könnt ihr einfach drüber stempeln. So, ich habe das Ganze mit Tombow aufgeklebt. Das könntet ihr jetzt auch mit dem Präzisionskleber machen, aber ich habe da so ein furchtbares Geschick, dass der mir immer vertrocknet, weil ich des Öfteren auch mal meinen Kleber hier liegen lasse. Und den muss man schon zügig wieder zumachen. Auf. So ein bisschen schräg. Und dann noch das F. Das ist jetzt ein bisschen im Freien. Also da mache ich nur hier so an den großen Steg ein bisschen Kleber. Und dann sieht das so aus. Und das klebe ich mir jetzt auf meine Schachtel. Auch wieder schön mittig andrücken. So, zum Verzieren habe ich mir hier Goldband hergenommen und so eine unserer Schneeflocken und von unserem Metallic-Garn. So. Also. Nehme ich mir ein Stückchen von dem Goldband. Also mit dem Goldband, also ich kriege es nicht hin, mit dem Band eine Schleife zu binden. Ich probiere es jetzt gern nochmal, aber ich finde, es ist einfach zu dick. Das ist mehr so gedacht, denke ich, für so kleine Akzente zu setzen. Ich habe Glück. Wir probieren es. Ah ja. Ja, okay. Könnte man sehen. Nee. Gefällt mir nicht. So ist besser. Wenn es nicht ganz so dick wäre.
Nö, gefällt mir nicht. Schneide ich ab. So, dann habe ich mir das die Schneeflocke auf so ein Stück von unserem Metallic-Garn aufgezogen. Ich habe mir einfach eine Schleife gebunden. Hier durch so eine Öffnung durch. Und mal verknotet. Na. Und das dann einfach unter das Goldband geschoben. Dass es so ein bisschen Spiel hat. Und das dann mit einer Schleife. Das ist wirklich ein ganz filigranes Band, aber es schimmert immer noch so ein bisschen. Das mag ich. So. Die Enden so eingekürzt, nicht nur ganz kurz. Und schon ist eine schöne Schiebeverpackung für Ferrero Küsschen oder Moscherie fertig. Ja, ich bin gespannt, wie die Schächtelchen oder Boxen ankommen. Ja, wie gefallen sie euch? Sehen wir uns morgen wieder. Ciao!